Interessierte Besucher konnten am vergangenen Samstag Wissenswertes rund um die Kartoffel in Erfahrung bringen. Im Kartoffelseminar im Floraland bei den Gebrüdern Roth in Zwönitz wurden gleich 9 der beliebten Sorten vom Geschäftsführer der Katzensteiner Agrargenossenschaft GmbH Zwönitz, Karl Günther, vorgestellt. Zunächst wurden jedoch die Gäste von Carsten Roth begrüßt. Dann übergab er das Wort an Karl Günther. Vielleicht so viel einleitend. Ich bin der Geschäftsführer der Katzensteiner Agrar GmbH in Zwönitz, weitläufig als Katz genannt, das Kartoffellagerhaus, Ortseingang von Zwönitz Richtung Stolberg oder Ausrichtung Stolberg. Wir sind im Wesentlichen ein Vermarktungsunternehmen für Kartoffeln, im Wesentlichen auch Pflanzkartoffeln. Und wir haben 17 Sorten in Anbau. Davon habe ich jetzt mal hier 8 plus die blaue St. Galler, die wir selber nicht im Anbau haben, mitgebracht. Und das sind auch die Sorten, die dann im Baumarkt hier in den nächsten Wochen verfügbar sind. Und natürlich das größere Sortenspektrum wir bei uns in der Verkaufsstelle auch ab kommender Woche als Pflanzgut dann anbieten werden. Der Anbau von Kartoffeln im eigenen Garten nimmt stetig zu und erfreut sich großer Beliebtheit. Aber welche Sorte ist für mich die richtige? Nehme ich eine frühe Kartoffel oder eine etwas später reifere Sorte? Nehme ich festkochende oder bevorzuge ich lieber eine mehlig kochende Sorte? Wie sieht der beste Standort aus für meinen eigenen Anbau? Schattig, halbschattig oder gar sonnig? Um genau all diese Fragen zu beantworten, wurde das Kartoffelseminar im Floraland ins Leben gerufen und erfreut sich seither großer Beliebtheit. 9 der angesagtesten Kartoffelsorten hat Karl Günther mitgebracht. Dazu jede Menge Lektüre zum Nachschlagen. Aufgeschnitten zeigen sie ihre schöne gelbe Farbe im Inneren. Eine Sorte fällt hier besonders ins Auge. Es ist die blaue St. Galler mit ihrem lila Fleisch. Karl Günther erklärt uns, welche Rolle diese farbenfrohe Kartoffelsorte in seinem Betrieb spielt. Sie spielt im großen Anbau keine Rolle. Sie ist ein Nischenprodukt, was wir auch beziehen, aber selber im Prinzip in etwa 3-4 Jahre anbauen und das aber nun auch noch mit der Hand auflesen, dann, dass wirklich jede Knolle ohne Beschädigung ins Lager kommt. Die Lagerung der Knollen, auch das ist ein wichtiger Themenschwerpunkt beim Seminar in Zwönitz. Und wenn man schon einmal einen echten Kartoffelprofi vor sich hat, stellt man auch gleich viele Fragen, die der Geschäftsführer der Katz gerne beantwortete. Keiner der Besucher sollte offene Fragen haben, wenn er das Seminar verlässt. Bei 17 Sorten Saatkartoffeln, die Katzensteiner Agrar GmbH im Anbau und Verkauf hat, fällt es doch sicherlich schwer, die richtige Wahl für den eigenen Garten zu treffen. Zu welcher Sorte, gelb oder rotschalig, der Kunde oder Hobbygärtner am liebsten greift, äußert Karl Günther. Aus Erfahrung heraus kann ich jetzt sagen, dass rotschalige sehr beliebt sind, auch aus den Erfahrungen vom Kartoffelmarkt in Chemnitz. Und ich sehe einen Grund darin, dass diese Sorte bei uns ist, dass die Laura sehr stabil ist in ihrer Eigenschaften, auch über die Jahre. Und natürlich das Erlebnis beim Ernten, rote Schale und wenn ich es aufschneide, sehr tiefgelbes Fleisch, sicher auch geschmacklich gut ist und auch beim Verbraucher deshalb im Prinzip gut ankommt. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts werden in Deutschland Kartoffeln angebaut. Heute ist die Kartoffel in der Küche nicht mehr wegzudenken. Ihre Vielfältigkeit bei der Speisenzubereitung macht sie zum allgemeinen Küchenstar. Weltweit gibt es etwa 4000 Sorten. In Deutschland sind davon gerade einmal 210 Sorten zugelassen. Und davon gelten ca. 150 Sorten als Speisekartoffeln. Aber es kommen auch immer mehr Neuzüchtungen hinzu. Wie lange dauert es, bis eine Neuzüchtung für den Markt zugelassen wird? So, das ist ein sehr langer Prozess, der beginnt eigentlich im Sommer, ca. 14 Tage nach dem Feldaufgang, mit Feldbesichtigungen, die 3-mal stattfinden, im Zeitraum Juni, Juli meistens. Kurz vor der Ernte werden auf dem Feld Proben gezogen, die auf Virus und Bakterien untersucht werden. Und wenn Sie diese Hürde genommen haben, dann haben wir sogenannte anerkannte Pflanzkartoffeln. Und zur Frühjahrsaufbereitung, wie sie jetzt gerade läuft, gibt es noch einmal die Beschaffenheitsprüfung, wo eine Probe von 50 Tonnen auf Äußerlichkeiten untersucht wird. Und erst wenn diese Hürde genommen ist, haben wir dann Pflanzkartoffeln, die verkehrsfähig, also in den Handel gebracht werden dürfen.
Für alle Sorten wie Solist, Gala, Carlena, Queen Anne oder die Rote Laura und wie sie noch alle heißen, hatte der Geschäftsführer der Katz auch den richtigen Flyer im Angebot. Darauf zu finden, zahlreiche Tipps zur Sorte und dem Anbau.